Und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 1. Wir sind hier stehen geblieben bei einem U-Boot oder so. Und müssen jetzt hier über die Klippen hoch, damit wir reinkommen in das U-Boot. Mal gucken, ob uns das so gelingt, wie wir denn gerne hätten. Also so geht schon mal gar nichts. So geht was. So geht das. Und dann Lian-Style hat echt Style, dass die das auch eingebaut haben hier. Hier hoch meinst du? Okay, machen wir. Dann rüber angeln und loslassen, perfekt. Oh, was für ein edler Schwung der gute Drake drauf hat. Hier rechts habe ich noch was gesehen beim Rüberlaufen. Hier hoch. Goldene Tariona-Anhänger. Okay. Sieht echt merkwürdig, aber cool aus, das Ding. So, kannst du dich noch mal fallen lassen? Danke vielmals. So. Ja, kein Thema. Du kennst mich doch. Ich bin immer safe für mich. Wow, was für eine geile Landschaft, Leute. Guckt euch die mal an. Dafür geht man schon gerne so hoch. Ist ein bisschen scheiße, wenn man wieder runter will, aber hey, runter kommt man immer. Ist nur die Frage, wie. Ne? Ja, so viel dazu. Oh, hoch. Hier runter und nochmal, geht das? Oder ja, geht. Nee, ich muss glaube da hoch und dann mich fallen lassen. Jo. Danke vielmals. Das hatte ich jetzt auch noch selbst gewusst. Wo geht jetzt hier lang? Ich guck mal gepflegt auf dem Boot. Sehr witzig. Tetanus, warum denn das? Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was Tetanus ist, aber hey, ich habe zwar von Tetanusöl gehört, aber dass das schädlich sein soll, wusste ich jetzt nicht so. Hab mich auch nie damit befasst. Allerdings ist das Inka-Ohrring aus Gold und Türkisgestein ziemlich nice. Gefällt mir. Wir sind kleine Schatzsucher. Und sind, glaube ich, nicht mal schlecht dabei, oder? Für die, die das Spiel schon ja durchgespielt haben, könnt ihr mir mal ja in die Kommentare schreiben, ob ich ihnen schon was verpasst habe. Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Blut und Suppe. Ich sehe keine Suppe. Meinst du eine Blutsuppe? Aber das hättest du auch anders sagen können. Okay, sogar noch drin. Cool, dass die sowas einbauen. Hat fast noch was von God of War und so. Okay, noch tiefer rein ins U-Boot. Heilige Maria Gottes. Sieht der hässlich aus. Oh. Und das für geile Münzen. Sieht noch geil aus. Na, wo
kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Das habe ich mich vorhin auch gerade gefragt. Oh ne, jetzt Kinder, hört ich glaub, auf. Die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Ja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Anscheinend. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich gerade zumachen will oder nicht. Das Fenster. Nö. Gerade noch nicht. Es ist gerade wieder leise im Hintergrund. Oh, meine Friesen, wo landen wir denn hier? Aber mal ganz ehrlich, hat hier wirklich nichts? Das nennst du gemütlich hier? Ich möchte hier auf schnellstem Wege raus wieder. Alles, was mit Wasser zu tun hat, bin ich nicht gerne. Hi, my friend. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Ja. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. 24. UK-2642. 2642, okay. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Da stimmt doch was nicht. Sullivan! Ich glaube, wir müssen schnellstens zurück. Ne? Liegt hier noch was? Irgendwie? Oh Mann, haltet doch die Schnauze draußen. Also ja. Mit dem Gehämmer und so. Wir haben hier genug Gehämmer und Action, oder? Ich glaube schon. Nö. Ist das gut? Nee. Auf geht's. Geht das Ding jetzt nicht in die Luft, oder was? Oder wenigstens ins Wasser, boom, machen. Oh nee, wir werden ja unschön empfangen. Deine Freunde, Sully? Gabriel Roper. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Bray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte ich, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet der immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Nicht wirklich. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam.
Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu tun. Sully! Sully! Was du Dreckskerl! Ich dachte doch, das macht doch irgendwann mal Bumm. Ging nur ein bisschen lange, ne? Haltet ihn! Da ist er! Oh nee, oder? Nein, nein! Nein, oh, der ist geflogen, der Gute. Abhauen heißt es jetzt. La 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 la. La 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 la. Oh. Langsam, Cowboy. Was ist fürs Abhauen am Dock? Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Ich hoffe, es stört euch nicht, das Klopfen. Es gibt nur noch einen Grabräuber. Warum ist eigentlich der Untertitel aus? Sully ist tot. Was? Ja, und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Immerhin haben wir hier eine Waffe. Und ich denke, wir machen heute hier Schluss. Ich speichere hier noch gerade. Hier seht ihr. Machen wir kurz gerade eine Speicheraktion, denn der Lärm draußen stresst und ja, ich habe jetzt gerade nicht Bock gehabt zuzutun und euch noch mehr anzutun, was falsche Töne anbelangt. Naja, ich werde mir die Folge nochmal angucken und ich hoffe, die ist einigermaßen brauchbar. Bis zum nächsten Mal. Tüdelö.